Das ist einfach so eine Verschwendung, finde ich. Ich möchte, dass du so tust, als wäre da Plutonium drin, okay? Es ist giftig, gefährlich und kann dir enormen Schaden zufügen, wenn du damit in Berührung kommst. Ich finde, da gehst du zu weit, denn es ist bloß Wasser von hier. Ja? Ja, theoretisch ist es das, aber wir müssen es vor dem nächsten Vollmond loswerden, falls es sich wieder in einen Tentakel verwandelt. Ich meine, es hat euch zweimal angegriffen. Also sollten wir mehr darüber rausbekommen. Wo bleibt deine wissenschaftliche Neugier? Keine Experimente mehr. Wir kippen es zurück. Es muss nun mal sein. Oh, das ist so cool. Bitte, können wir es behalten? Nein, es ist richtig so. Wir müssen an deine Sicherheit denken. Erledigt. Gut. Lust auf den Saft? Klar. Benimm dich anständig und sei vorsichtig. Dad, das ist eine Pyjama-Party, keine Orgie. Okay, okay. Wo willst du hin? Bist du die Polizei? Ich will nur bei Jessie übernachten. Ist das okay für dich? Cleo macht sich nur Sorgen um dich, weißt du? Du gehst aus, es ist spät. Sie wohnt nebenan. Okay, dann ist es nur halb so wild. Aber Fred, das ist das erste Mal seit Jahren, dass wir samstags nicht Golf spielen. Wo soll ich so schnell einen neuen Partner herkriegen? Oh, Luis spielt mit dir. Oh, das wird er nicht. Ich spiele kein Golf. Außerdem wollen Cleo und ich morgen was zusammen machen. Komm schon, es macht Spaß. Ist eine Frage der Prioritäten. Na, wie wär's mit einer Runde, Luis? Einer Runde was? Eine Runde Golf. Komm schon, für mich, Luis. Der Golfplatz ist in der Nähe, alles easy. Klar, ja. Okay, wieso nicht? Wird sicher ein Mordsspaß. Es ist viel mehr als das, Luis. Viel, viel, viel mehr. Viel, viel, viel mehr. Das ist der Zauber des Golfens, Luis. Die morgendliche Frische, die ersten Sonnenstrahlen des Tages. Ja, aber die könnte man auch vom Bett aus sehen. Das ist wirklich witzig. Hey, gib mir die. Oh, das geht schon, Mr. S. Ehrlich. Nein, schon gut. Hier auf dem Golfplatz sind wir alle gleich, Luis. Du kannst mich Don nennen. Okay, Don. Hey, was gibt's? Oh, es ist noch so früh. Ich brauche eure Hilfe, verstanden? Und zwar für ein Geheimprojekt. Oh, es ist viel zu früh für Geheimprojekte, Cleo. Es ist aber wichtig, Ricky. Glaub mir, ja? Ihr werdet echt beeindruckt sein. Ehrlich? Ehrlich. Hey, eins noch. Bringt eine Regenjacke mit. Regenjacke? Wo ist deine Regenjacke? Wozu brauche ich die? Es ist wunderschön draußen. Ich habe mir gedacht, dass du das sagst. Aber du wirst deine Meinung ändern, wenn ich dir gleich was zeige. Super, echt. Ist es das, was ich denke? Es ist Wasser vom Wasserfall und Wasser aus dem Mondsee. Leo, geht's noch? Das Zeug hat mich angegriffen. Ja, aber das war bei Vollmond. Und heute ist es harmlos. Und wir werden jetzt ein paar Tests durchführen und sehen, wie sich unsere Kräfte drauf auswirken. Behalt's im Auge. Ich werde unterdessen eine Pipette holen. Weißt du, ein Driver ist länger als die anderen Schläger. Und wann brauche ich den? Wenn du den Ball weit schlagen willst. Die Wucht kommt bei einem perfekten Schwung ganz automatisch. Na, der war jetzt nicht so perfekt. Lass dir Zeit. Du darfst dich nie hetzen lassen. Jeder Spieler hat seinen eigenen Rhythmus. Sehr gut. Ja.
Bella, komm rein. Du wirst staunen, wenn... Sorry, nicht Bella, aber ich such sie. Wir machen was für die Schule zusammen. Wieso trägst du eine Regenjacke? Vielleicht gibt's ja Regen. Hier drin. Okay, das ist sehr unwahrscheinlich. Cleo! Cleo, beeil dich, schnell! Ich sehe kurz nach, was sie will. Du wartest hier. Warte hier. Okay. Cleo! Das war echt uncool. Will ist unten und der fragt sich jetzt sicher, was... Hector? Versuch nur nicht, was zu erzwingen. Du darfst nicht zu weit nach hinten schwingen. Oder zu weit nach vorn. Ja. Danke, Don. Kinn hoch, ja? Ja, sorry. Ich werde ihn jetzt einfach schlagen. Oh. Okay, wollte nur helfen. Ja. Immer dran denken, du spielst nur gegen dich selbst. Und du bist wirklich Anfänger? Ja, das ist definitiv das erste Mal. Guter Schlag. Danke. Sehen wir mal, ob ich näher rankomme. Ja, hatten Sie nicht gesagt, jeder spielt nur gegen sich selbst? Stimmt. Nein! Zieh die Taschen, Luis. Yep. Ihr Ball. Ah, so ein Pech. Das ist Golf. Man lernt das Gute und das Schlechte zu akzeptieren. Ja, es könnte ja auch noch schlimmer sein. Er hätte auch im Wasser landen können. Nicht? Findest du das witzig, Luis? Nein, eigentlich nicht. Gut, dann machen wir doch mal ernst. Spielen wir gegeneinander. Oh, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das sollten wir nicht machen. Hey, ich leg doch einen Schlag zurück. Wovor hast du Angst? Ich habe keine Angst. Gut. Cleo, hi, ich bin's. Ich hab echt die Schnauze voll. Ich hab jetzt keine Zeit, ich bin beschäftigt. Es geht um Dad, nicht um dich. Nein, 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 du ziehst das jetzt gefälligst durch, okay? Hör zu, ich kann jetzt nicht wiederhören. Das Wasser macht, was es will. Was hast du gemacht? Es war doch deine Idee. Ja, aber doch nicht das. Tja, du kannst am besten mit sowas umgehen, also konzentrier dich und schieb ihn rein. Okay, das krieg ich hin. Gut, gut, gut. Hab ihn. Ricky! Cleo? Vorsichtig. Klar bin ich vorsichtig, es ist Hector. Ist bei euch alles okay? Ich habe einen Schrei gehört. Leute, entschuldigt die Verspätung. Bella, Bella. Hey, kannst du nach unten gehen und Bella sagen, sie soll raufkommen? Ja, das wäre nett. Beeil dich. Okay. Leute, wo seid ihr? Will. Was tust du hier? Unser Referat. Wir wollten dran arbeiten. Oh nein, komm her. Vorsichtig. Ricky. Ricky! Ganz ruhig, Cleo, ja? Notizen. Wo hab ich die denn bloß? Komm schon, Hector. Warte. Warte. Ja. Oh, nee, doch. Oh. Na schön, jetzt halt ihn still, Cleo. Endlich. Alles okay. Beruhige dich. Ei, ei, ei.
Leo, ist der Stöpsel drin oder nicht? Oh, oh nein! Hector! Was ist denn hier los? Na los, Don! Das schaffen Sie! Oh, so knapp. Das glaube ich nicht. Oh! Ja, sorry, Don, ein super Putt. Das muss ich Cleo erzählen, irre. Komm schon, spielen wir Golf oder was? Ja. Wieso sind deine Notizen hier draußen? Sind sie nicht. Und was soll das Regenzeug? War meine ja wohl auch nicht. Weißt du, man könnte echt denken, dass sie sich streiten. Ricky, jetzt komm schon. Er ist im Rohr. Und das Abwasserrohr kommt da runter und muss dann hier weiter verlaufen? Unter der Decke. Na schön, okay. Du kannst das. Du musst ihn einfach da rausziehen. Wie denn? Mit dem Wasserzaubertrick, den du drauf hast. Ah, okay. Okay. Was? Ich kann ihn spüren. Er ist da drin. Aber es ist verstopft. Ich kann ihn nicht bewegen. Er sitzt echt fest. Wir gehen irgendwie da raus. Ich zerquetsch den Arm. Er steckt im Geruchsverschluss und ich bekomme ihn nicht durch den Geruchsverschluss. Ganz sicher, ja? Es ist unmöglich. Okay, tja, lass uns nachdenken. Womöglich können wir ihn weiter durchspülen. Aber... Oder wir lassen ihn einfach da drin. Ah. Na toll. Ups. Du hättest wenigstens versuchen können, mich aufzufangen. Warte, er bewegt sich wieder. Oh, danke, mir geht's gut. Doch nicht so schlimm, es ist bloß ein Spiel. Los, spiel den Ball. Echt Pech, Don. Das weiß ich selbst, Luis. Und nenn mich nicht Don. Er flutscht mir weg. Der kommt klar. Er ist im Abflussrohr. Er ist temperiertes, sauberes Wasser gewohnt. Die Wasserblase schützt ihn doch bestimmt. Er bewegt sich Richtung Garten. Cleo, keine Panik. Wir retten ihn. Ich kann ihn nicht mehr spüren. Das ist ein richtig schöner Garten. Ja, er ist ganz nett. Hi, Luis. Nein, Cleo ist beschäftigt im Moment, aber ich sag ihr, dass du angerufen hast. Bis dann, Luis. Ich hab ihn verloren. Ich schätze, wir können nur hoffen, dass Hector jetzt an einem schöneren Ort ist. Soll ich ein paar Worte sagen? Die ist von Bella. Und? Well, jemand wie dich habe ich gesucht. Ich brauche Hilfe. Wobei denn? Der Wasserhahn in der Küche klemmt. Ist das dein Fisch? Ja. Na gut.
Der Wind frischt auf. Er treibt weg. Wow, du bist ja echt so stark. Hör zu, Ricky, der Hahn klemmt mich. Jetzt nicht mehr, dank dir. Du hast mich wirklich gerettet. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Du willst, dass ich gehe? Ja. Ich muss noch mit Bella reden. Vielleicht später. Ricky, wir brauchen dich. Was ist mit unserem Referat? Können wir das verschieben? Was ist denn hier los? Oh, es ist heute ein bisschen hektisch hier. Cleo hat Abflussprobleme. Was? Wir sehen uns später. Ciao. Verdammt. Wo ist denn nur dieser dämliche Ball? Komm schon. Es kann doch nicht so schwer sein, ihn zu finden. Du kannst immer noch gewinnen, Don. Find den Ball und loch ihn ein. Find den Ball und loch ihn ein. Ja! Ja! Komm schon! Du spielst seit 40 Jahren Golf und machst dich hier vor einem Jungen lächerlich. Komm schon! Ruhe dich. Konzentrier dich. Atme durch. Du hast Erfahrung. Du schaffst das. Du musst hier irgendwo sein. Fest, Cleo! Wenn er da reinfällt, sehe ich ihn nie wieder. Ich habe meinen Ball noch nicht gefunden, Louis. Ich wollte dir nur mal was zeigen. Ein verlorener Ball bedeutet, ich setze zwei Schläge das aus. Das macht nichts, und, okay? Gar nichts. Game over, Mr. S. Wissen Sie, Sie hatten recht. Golf ist ein wundervolles Spiel. Du musst es nicht übertreiben. Ich gebe ja schon auf. Kommen Sie. Was gibt's so Wichtiges, Louis? Das. Das ist Ihr Ball. Sie haben ein Hole in One. Was für ein Schlag. Wirklich? Meinst du? Ja, er muss von den Bäumen abgeprallt sein. Sie haben das Spiel gewonnen. Ein Hole in One? Das ist das erste Hole in One meines Lebens. Herzlichen Glückwunsch. Den lass ich mir einfassen. Hole in One! Hole in One! Tolles Spiel. Du hast echt super gespielt. Schön, dass ich das miterleben durfte. Hole in one. Hole in one. Hier. Okay, sehr gut. Nur noch ein bisschen näher. Nein. Los. Okay, sieh doch nach. Was ist das? Das hier, das ist ein Fisch. Mein Fisch. Er macht gern mal einen Ausflug. Gelee? Jetzt ist es Wasser. Ich habe sowas noch nie gesehen. Was war das für eine Substanz? Es sah aus, als hättet ihr irgendwas damit gemacht, aber das ist doch unmöglich, oder? Kümmern wir uns jetzt ums Referat? Was ist das nun mit dir und dem Wasser? Was? Irgendwas läuft dir doch, Bella. Wieso denn? Ich meine, was war denn da bei Cleo los? Ich weiß echt nicht, was du meinst. Wieso glaube ich dir das nicht? Mir fällt gerade ein, ich habe meine Notizen zu Hause vergessen. Ihr habt da irgendwas Komisches gemacht. Du kannst es mir sagen. Ich sagte dir doch, Cleos Schwester hat den Fisch im Kanal ausgesetzt. Und wir haben ihn gefunden, das ist alles. Ja, wir sehen uns morgen. Ich weiß noch, als ich meinen Dad endlich im Golf geschlagen habe.
Er war stolz auf mich. Er sagte zu mir, lass dir nie von irgendjemandem erzählen, dass du etwas nicht schaffst. Mr. S., ich habe verloren. Ja, heute. Aber eines Tages wirst du gewinnen. Ich habe Cleo schon immer dasselbe gesagt. Wenn du etwas machen willst, lass dich von Zweiflern nicht stoppen. Mhm. Tja, wir sehen uns. 6 Uhr morgens, nächsten Sonntag. Wie bitte? Zu unserer nächsten Runde. Du musst doch eine Chance kriegen, auch mal zu siegen. Selbst wenn es das ganze Jahr dauert. Dad, wie war das Golfen? Hole in one! Juhu! Ich muss dir was sagen, Luis. Siehst du Hector, home sweet home. Jetzt nochmal im Klartext. Ja? Also, du hast mit etwas magischem Wasser experimentiert, das du vor mir versteckt hast. Wozu du leider gezwungen warst, weil ich so uneinsichtig war. So war es, ja. Tut mir leid. Hm, das muss es dir nicht. Ich will dich nicht unterdrücken, aber ich meine, sowas kann auch schief gehen. Total schief. Ja. Und, was habt ihr rausgekriegt? Oh, dass Ricky ihre Kräfte nicht anwenden sollte, wenn es nicht passt. Wow, 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 jetzt komm mir aber nicht so. Das ist doch was. Hey, ich verspreche dir, ich bring den Rest Wasser zurück nach Macon. Okay. Und ich werde beide Augen zudrücken, wenn du mir noch was versprichst. Was? Dass ich nie wieder Golf spielen muss mit deinem Dad, Cleo. Okay, ist gut. Echt? Na klar.